Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der Ausschussvorsitzende Herr Eifler hat sehr authentisch wiedergegeben, wie die Debatte im Ausschuss in mehreren Sitzungen sich vollzog, welche verschiedenen Positionen bezogen wurden. Danke für den Bericht und danke für die Erstattung des Berichts. Herr Barlehn hat deutlich gemacht, dass wir uns ja einig sind in der Sache und hat betont, dass es eingebettet werden muss in ein Gesamtkonzept, worum es hier geht, nicht allein nur um die Ausbildung, sondern auch um viele andere Aspekte. Und trotzdem ist es also völlig paradox, was sich hier abspielt. Also wir erkennen Notwendigkeiten. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe sagt, das soll der Bund machen, eröffnet Möglichkeiten für das Land. Das Land kann handeln, wenn es denn will, und wir legen die Initiative mit der Beschlussempfehlung, wenn es denn dazu kommt, flach. Damit wollten wir uns nicht abfinden als Linke, deswegen auch der Änderungsantrag. Unser ursprüngliches Begehren ist ja nun schon reichlich 2 Jahre alt. Im November 2018 problematisierten wir dieses Thema, damals auch noch auf einem anderen Hintergrund. Was sich in der Zwischenzeit vollzogen hat, ist beschrieben worden. Deswegen ist der Originaltext so auch nicht mehr zeitgemäß, gleichwohl das Problem ist ja nicht gelöst. Und ich möchte einmal kurz den Bogen schlagen zur Enquetekommission, die sich mit der Zukunft der Versorgung, der medizinischen Versorgung im Land beschäftigt. Wir hatten in der ersten inhaltlichen Sitzung gleich einen fulminanten Aufschlag. Professor Mayo von der Universität Freiburg hat Gesundheitsethiker hat vorgetragen und wir Abgeordneten und die Gäste dort hatten die Möglichkeit nachzufragen und die Kollegen von der SPD, Herr Barlehn, fragte nach und fragte, weil die SPD-Fraktion sich mit dem Thema Fachkräftemangel beschäftigen würde, welche Sicht Professor Mayo dann darauf haben würde. Und die Antwort, die habe ich mir im O-Ton aufgeschrieben, weil die sehr trefflich ist. Er sagte, Fachkräftemangel ist ein Resultat der Kapitalisierung von Gesundheit, ein Resultat der Fehlpolitik. Und ich finde, es ist eine äußerst zutreffende Beschreibung dieses Umstandes. Wir reden nicht um demografische Entwicklung, wir reden nicht um, haben wir dieses Geld, ich sage nachher gleich nochmal was zu der Dimension, um die es geht oder nicht, sondern hierum geht es, hierum, um politische Bewertung von gesellschaftlichen Phänomenen und Herausforderungen und deswegen unser Änderungsantrag zur Beschlussempfehlung, die sagt, das vormalige Anliegen ist in Teilen überholt, aber der Sachverhalt als solcher bedarf einer Lösung. Wenn Sie sagen, das deutet sich ja hier an, der Änderungsantrag, den schieben wir weg, wir bleiben bei der Beschlussempfehlung, dann sagen Sie in dem gleichen Moment, dass Sie den Fachkräftemangel an der Stelle nicht wirklich beheben wollen, trotz wohlfeiler Formulierungen, Herr Barlehn, habe ich die Bemühungen, die Sie hier vollzogen haben, das habe ich sehr wohl vernommen, aber wohlfeile Worte können darüber nicht hinwegtäuschen, dass Sie letztlich sagen, wir setzen eine politische Fehlentwicklung fort. Das ist das Bekenntnis, was Sie mit Ihrer mit der Zustimmung zur Beschlussempfehlung abgeben würden. Herr Dr. Jess hat von Bedarfen gesprochen. Die Bedarfe lassen sich nicht leicht erheben. Aber ein Indiz zum Beispiel ist die Zunahme von medizinischen Reha-Leistungen. Die machen nur einen Teilbereich der nicht-akademischen Gesundheitsberufe aus. Und die Zunahme ist in den letzten Jahren mit einem Plus von 46% zu verzeichnen gewesen. Das ist doch erheblich. Und zeitgleich haben wir einen Rückgang der Absolventenzahlen im Bereich der nicht-akademischen Gesundheitsberufe von mehr als 35%. Da verläuft eine gegensätzliche Entwicklung. Der Bedarf steigt und die Absolventenzahlen sinken. Also wenn wir das so hinnehmen wollen, dann ist das nicht unser Verständnis seitens der Linken von politischer Verantwortung. Wovon reden wir? Ich knüpfe nochmal an das, was Herr Barlehn völlig korrekt gesagt hat, dass er darauf verwiesen hat, es gibt bereits Schulgeldfreiheit an den staatlichen Schulen. Diese Schulgeldfreiheit betraf
im Jahr 2018, das sind die letzten vorliegenden Zahlen, 372 Auszubildende von 1069. Das heißt 697 zahlen ein Entgelt. Die staatlichen Schulen, wie gesagt, bekommen die Förderung und auch die privaten Schulen bekommen über einen Schülerkostensatz eine Förderung von 80 beziehungsweise 65% und das verbleibende Delta zahlen diese 600 oder zahlten im Jahr 2018 diese 697 Auszubildenden selbst mit einem Durchschnittswert von 250 Euro im Monat. Bei den Logopäden, das also Durchschnittswert, bei den Logopäden kann das schon mal 640 Euro im Monat ausmachen und dann wird es heftig. Und diese Summen, zum Beispiel bei den Logopäden von 640 Euro im Monat, stellen eine soziale Barriere dar. Und es ist doch ganz klar, wenn ich den Wunsch habe, diesen Beruf auszuüben und sehe, es gibt dafür einen Bedarf, aber hier muss ich zahlen, in Nachbarländern nicht, dann gehe ich doch woanders hin. Wir treiben, und das ist der Punkt, vorhin auch Herr Barlehn hat darauf verwiesen, dass ja der Wirtschaftsminister Glawe im Ausschuss eine Perspektive aufgezeigt hat und gesagt hat, also, nee, das war Herr Dr. Jess, Entschuldigung, dass es sich durchaus bis 2023 hinziehen kann. Ja, Herr Glawe, Sie hatten ja darauf hingewiesen im Ausschuss, dass wenn Bundesregelungen da wären, es dennoch mit der landesseitigen Umsetzung sich bis 2023 hinziehen kann. Das hätte zur Folge, dass wir drei Jahrgänge, drei Generationen von Auszubildenden verweisen auf entweder andere Länder oder sie müssen selbst in die Tasche greifen, um einen Beruf auszuüben, der so üppig im Anschluss auch nicht bezahlt wird. Das heißt, diejenigen machen nasse, wollen aber für die Gemeinschaft etwas bewirken. Und das halten wir für sozial ungerecht, sehr geehrte Damen und Herren. Ihre Reaktion auf unsere Vorstöße, ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns darüber verständigen, waren jeweils andere. Zunächst haben Sie gesagt, wir haben doch gerade die Kostenfreiheit der Pflegeausbildung auf den Weg gebracht, nun warten Sie doch mal ab. Im Übrigen, wenn man sich das anguckt, diese Kostenfreiheit, die dort geschaffen wurde, seit dem Jahr 2019 für die Ausbildungsjahrgänge, auch die damals schon in der Ausbildung waren und jetzt also auch vom Bund übernommen ist, zeigt durchaus Wirkung, was dann letztendlich natürlich im übertragenen Sinne auch positive Wirkung aufzeigen kann für die hier in Rede stehenden Gesundheitsberufe, genannt sind sie, Physiotherapeuten, Sprachtherapeuten, Diätassistenten und so weiter. Das sind also 11 Berufsgruppen, die hier in Rede stehen. Als wir dann wieder kamen, sagten sie, warten Sie doch erstmal die Ergebnisse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe ab. Dann wiederum haben Sie ein anderes Argument gebracht, später haben Sie gesagt, naja, es gibt doch einige Initiativen, Modellprojekte, Akademisierung bei den Hebammen. Dann wiederum haben Sie gesagt, nun warten wir doch erstmal das Gesetz auf Bundesebene ab, weil ja in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zweierlei gesagt wurde. Zum einen wurde gesagt, es wird gesetzliche Regelungen auf Bundesebene geben und zweitens ist gesagt worden, aber die Länder können zwischenzeitlich handeln. Und diesen zweiten Schritt, den haben Sie für sich ausgeblendet zu unserem großen Bedauern. Und nun muss man sich anschauen, was auf Bundesebene denn wirklich passiert. Auf Bundesebene ist in jüngster Zeit in diesem Zusammenhang ein Gesetz in Kraft getreten, das zunächst in einem Entwurfsstadium noch die Kostenfreiheit der Ausbildung beinhaltete. Und da ging es um die pharmazeutisch-technischen Assistentinnen und Assistenten. Die sollten kostenfrei gestellt werden in der Ausbildung. Das ist dann rausgeflogen. Für die gibt es zum Beispiel diese Ausbildungskostenfreiheit nicht. Nun gibt es einen Referentenentwurf. Das ist ein Vorstadium, wie wir wissen, und damit ist überhaupt nicht gesichert, ob die Kostenfreiheit hergestellt werden soll für die Therapeutinnen und Therapeuten, die im medizinischen Dienst arbeiten, MTA abgekürzt, die sollen, so der Referentenentwurf, zukünftig keine Ausbildungskosten mehr tragen müssen und dafür sollen im Wertumfang von 21,5 Millionen Euro die Krankenkassen einspringen. Wir sagen, weil das alles ungewiss ist, ist es mehr als angezeigt, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern an dieser Stelle einspringt. Und die Rechnung ist ganz einfach, weil hier getan wird, als müssten wir derart tief in die
ins Haushaltssäckel des Landeshaushalts greifen, dass wir das gar nicht wuppen könnten. 250 Euro im Monat, 697 Auszubildende, Stand 2018, das hochgerechnet, wir reden über nicht einmal 2,1 Millionen Euro im Jahr. Und da wollen Sie uns sagen, dass das nicht möglich ist? Also zum einen, was das Rumpfjahr, unsere Vorstellung ist ja, mit dem 1.8. das zu realisieren, dass wir eine generelle Schulgeldfreiheit haben. Das kann man über den Haushaltsvollzug regeln und mit dem Nachtragshaushalt diese Summe von etwas über 2 Millionen einstellen, wenn Sie es denn wollen. Dazu fordern wir Sie auf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus